heute spielen wir natürlich Metro-Redux, ja. Und zwar, ihr habt gesehen, das sind so grausame Kreaturen, wie Affenmann oder die seltsame kugelförmige Schleim. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber aus falschem Fleisch. Und das Zeug ist extrem infiziert und es riecht nach Scheiße. Und ich wollte so extrem lachen. Aber gut. Na, wie gesagt, wir waren in einer Raketenstation bei D6. Und ich habe keine Ahnung, was die überhaupt vorhaben. Auf jeden Fall, es ist gigantisch. Und was oder wie genau der gigantisch ist, wir werden überraschen. Naja, Leute. Wie gesagt, ich bin echt gespannt und wir können schon damit anfangen. Miller und ich verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev-Theater hoch. Der Rostam-Kino-Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger in dem wilden Kampf, mit dem meine Geschichte begann. Okay, das wird interessant. Genau, da waren wir schon mal. Den Trailer. Froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie, was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis. Die Horde hat sich zerstreut. Das ist unsere einzige Chance, den Tod zu erreichen. Hör nach, Artyom. Bleib bloß nicht stehen. Von links. Von rechts. Stellung halten! Schnell, raus hier! Los! Oh.
schaffen das! Artyom, schau dir mal diesen Raum an! Fast geschafft! Das wird eine Geschichte! Ja, das ist echt gefährlich verstärkt. Wir haben hier genug Schrott mit der Munition. Wir sind unsichtbar. Und wir schmecken nach Scheiße. Ich habe eine Idee. Klettere auf den Aufzug drauf. Wir versuchen, die Halterung des Gegengewichts zu lösen. Was eine gute Idee ist, praktisch. Komm schon! Na los! Komm schon! Geh zur Armee, haben sie gesagt. Das macht oh Gott. Spaß! Das geht ja nicht. Macht euch bereit! Jetzt wird es heftig! Ich will in die Zug klettern, tut zum Gröle Theater rum. Der Ort stand genug Wind zum Mann hinein. Und vereist den Staaten trafen die andere Männer und wieder kam um mit der Geschichte bekannt. Ein mutwilliger Schritt nach dem anderen steigt mit dem Turm hoch. Wir kommen aus dem Untergrund und wir stürmen den Himmel. Wir kommen geben uns wieder unterstützen die Mauer. Die Stufen sind extrem vorbei und wir bocken unter unseren Füßen. Der Wind steigt stark genug zu sein. Auf der Knochen zu patchen, mit dem Himmel nicht mehr kommen. Unser Blatt ist dort und
Scheiße, ich dachte. Treppe, hier war ich.
Da bin ich aber gespannt. Okay. Jetzt bin ich ganz alleine, denn ich wüsste gar nicht, was ich jetzt unbedingt. Niemand, dem ich die Antwort zuschieben könnte. Niemand, der mir helfen könnte. Das ist ja der Medikament hinter. Jeder wieder schickt der Schwarzen. Jeden Schritt, den ich mache, fühlt sich der Geist der Zeit, dass meine Taten richtig sind. Mit jedem Schritt sehe ich mir mehr und mehr Fragen von der Art, wie nur Kahn beantworten kann. Doch auch Kahn ist nicht hier. Und ich bin am Gipfel der Welt, allein alleine. Und ich kann diese Dinge sehen, die ich von Ihnen getan sehen kann. Okay. Ich kann Dinge hören, die ich nicht vielleicht einmal vorstellen könnte. Ich spüre die Gegenwart der Schwarzen. Ich höre die. Der hat ja wieder für meinen Gipfel sein. Ich schon von fremden Gedanken, rein durch meinen Kopf. Ich weiß, dass die Schwarzen in den Geist von Menschen eindringen können. Auf meinen Wahnsinn träumt können. Könnte es sein, dass es gerade mit mir passiert. Ich muss es schaffen. Ich muss bei meinem klaren Verstand bleiben. Ich muss die Paraketen abweilen. Ich hoffe, ich kann. Ich weiß nicht, was die vorhaben, aber ich muss gigantisch sein. Mein Gott. Thank you.
erwartet Gewaltiges. Oh Mann, damit werde ich gut hinbekommen. Artyom, das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Mein Gott. Du wirst aufgehalten werden. Er darf nicht. Wir werden ihn zerstören. Das Alien schon dort sind das. Geisteskranke Sache.
prügeln wir schneller als die Geister. Ist es feindselig? Töte es! Man, das war ich. Natürlich verstörend. Zielsequenz abgeschlossen. Artyom, die Raketen sind unterwegs! Was haben die Raketen vor? Das Ende des Spiels. Oh, schade. Aber was wird die Rakete machen? So sieht die aus. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber ich glaube, das war der Tordeil. Ein weiser Mann sagte einmal: Der, der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Die Metro. Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Krass. Es ist echt gefährlich, eine Tour hochzuklettern. Vor allem, die sich so beschädigt. Oh. Naja, Leute. Hat Spaß gemacht. Schade, seit Ende, aber. Naja. Ich hoffe, das hat gefallen. Ja. Vergiss es nicht, zu abonnieren, zu teilen, zu kommentieren, damit das Video nicht verpasst, ja. Aber wirklich. Die Atmosphäre klingt richtig schön, aber guck mal, komplett zerstört. So eine Welt brauchen wir nicht. Alles radioaktiv verscheucht. Alle Vernichtung und. Ja, ihr wisst schon, wenn das hier mehr entführt. Allein Corrida, Corona, Corrida, was spielt denn da für eine Rolle? Ja Leute, es hat Spaß gemacht, ja, und keine Ahnung, was denkt ihr, hat euch gefallen? Aber ich sehe jetzt apokalyptisch, weil auf einmal Mutanten und es gibt keinen anderen Ausweg, ja, und es ist schon verstörend. So ein Leben wünscht niemand. Na? So ein Leben wünscht niemand.